Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, jetzt sind wir durch Route 9 rumgestreift und jetzt tun wir uns hier ein bisschen weiter kämpfen und hoffentlich erreichen wir die nächste Stadt Spikeford, ne? Und ja, wo genau muss ich noch mal hin? Das ist jetzt die Frage hier unten, glaube ich. Ja, boom, geh weg. Gott, so ungefähr hier sind wir stehen geblieben, ne? So, ganz kurz, mein Team sieht so aus, boom, sehr gut, ne? Ich habe meinen Starter mal nicht mitgenommen, ne? Weil warum? Ja, schon irgendwie voll über der Welt und ich wollte eigentlich nicht in dich reinfahren. Weil wenn wir schon mal da reingefahren sind, dann vor allem, ich wollte nach links fahren, aber der macht natürlich wieder so einen riesen Bogen, ne? Versuch mal. Sieht aus wie Eis, ne? Du bist Eis. Okay. Das ist definitiv die Vorentwicklung von das, was dieser Roy-Typ hat. Aus dem Intro, glaube ich. So, dann war erledigt. Gehen wir weiter. Ich pack mal mein Fahrrad weg, weil das ist sehr komisch zu steuern. Wer bist du? Dafür bist du ein Ding. Kloptopus. Stimmt, ja, kommen wir weg. Alter, warum sind die so hochgelevelt? Na, alles klar, gehen wir mal hier durch, ohne zu kämpfen. Danke. Haben wir schon Trainer gesehen? Scope-Linse. Das sieht wichtig aus. Lass mal dahin gehen. Hi, na. Meine Güte, wir kommen einfach nicht nach Spikeford rein. Wie lange sollen wir uns denn noch die Beine in den Bauch stellen? Wie sollen wir denn jetzt einen Unlicht-Arena-Leiter zum Kampf herausfahren? Okay. Wieso haben die das Rolltor runtergelassen? So kriegen wir den nächsten Orden nie. Hey, Danio, hier drüben. Hallöchen. Ich dachte, jetzt schaffen nicht so viele überhaupt zu dieser Stufe. Jetzt haben wir schon jetzt zwei andere Leute. Boah, ich dachte, ich war was Besonderes. Wenn ich jetzt richtig liege, dann sollten wir hier so zurückkommen, ne? So. Gehen wir erstmal mit. Ja, danke. Okay, anscheinend kommen wir doch dann so wieder rein, habe ich so ein Gefühl. Ich dachte, sie zeigt uns hier so einen Weg, aber wir müssen so und so lang durch den Tunnel oder irgendwie was. Aber okay. Hi. Spikeford ist meine Heimatstadt. Ich kenne diese Gegend wie meine eigene Westentasche. Deshalb weiß ich auch, dass es noch einen anderen Weg in die Stadt gibt. Wenn du die Stadt willst, könnte ich dich theoretisch reinschleusen. Aber da wäre Wahnsinn, musst du mich erst in einen Kampf besiegen. Sehr gerne. Okay. Oh Gott. Wir haben uns beide als Arena-Challenger bis hierhin vorgekämpft. Wie ich dir jetzt schon mal gesagt habe, respektiere ich dich als Rivalen. Aber für mich hängt viel davon ab, dass ich gewinne. Ich darf dich einfach verlieren. Kannst auch gewinnen, ohne gegen mich zu kämpfen, aber okay. Kämpf gerne gegen dich. Wie sie ist eine anständige Rival. Cleopatra. Je nachdem, wie hochgelevelt sind. Damit es weiß, ich bin auch stärker geworden. Ich werde all meine Gegner fertig machen. Ja, aber noch nicht stark genug anscheinend. Ladungsstoß. Da. Die wieder mit ihren fancy Attacken, ja. Ladungsstoß, okay. Aber ja, ah, ja. Boah, ehrlich. Ich finde das Lied richtig gut. So, jetzt immer wieder hier. Ach ja, boah. Hier wieder Langstoß. Alles klar.
Und schon wieder Level Up, gut. Overdrive, was? Der mit der Haut in den Seiten eine Gitarre oder seinem Bass ist und erzeugt dröhnende, kraftvolle Vibration, die gegnerische Pokémon-Schaden. Okay. Da muss ich einfach mal ersetzen, weiß nicht. Da muss ich sehen. Irokex. Ach ja, du. Ich muss mal sehen, was diese Attacke ist. Overdrive. Ah, ich dachte, da wäre jetzt eine seltene Animation oder irgendwie was. Wie meine Mutter. Okay. Ach ja, boah. Das bitte nicht selber hauen. Sehr gut. Sieht irgendwie nicht aus wie ein Hieb, aber okay. So, Toxic Quack. Okay, da habe ich nichts, was ich gegen einsetzen kann, außer vielleicht Bürde. Irgendwie sehen die beiden sich voll ähnlich. Da bin ich mir nur so ein. So, Kampf und Gift, ne? Also komm her, Raptor. Bildtox kommt zurück. Tiefschlag. Fehlgeschlagen. Sehr gut. Erst Schlangenblick vielleicht einsetzen. Oh nee, das ist nicht gut. Ich hoffe, in jedem Leben zweimal erfolgreich Verwirrung zu bekämpfen. Hintereinander. Okay, einmal. Mal schon wieder annehmen. Ah, sehr gut. Hätte nicht besser kommen können. So. Jetzt habe ich was gegen dein Morpeko. Dieser Teil, ne? Meine Charaktere, meine Pokémon werden immer mächtiger. Mein Rival habe ich nichts anderes erwartet. Du weißt, wie du mir einheizen kannst. So, das ist gerade mal auf unserem Level. So. Tut mir leid, aber ich glaube, das war's für dich. Die war auch schon mal stärker, also. Ich weiß noch, als sie mich im ersten Kampf beinahe fertig gemacht hat. Ich brauche meinen Starter nicht hier. Guckt sich dann an. Volltreffer da. Wow, das war viel einfacher als der letzte Kampf. Da bin ich doch gar nicht so weit überlevelt. Pokémon Trainer Mary wurde besiegt. Was soll das denn? Meine Pokémon konnten ja gar nicht richtig zeigen, was sie drauf haben. Ja, irgendwie nicht, ne? Nicht gut, dass du auch da aufgekommen bist. Langsam verstehe ich, warum mein Morpeko so an dir interessiert ist. Du bist echt stark. Aber eins sage ich dir, ich werde meine Freunde aus Spikeford aufweitern, indem ich gewinne. Vergiss das nicht. Ich werde alle 8 Ohren sammeln und erneut gegen dich antreten. Beim Champ Cup bekomme ich meine Revanche. So, nur mit Zeit mein Versprechen einzuhalten. Los mir nach. Okay. Sagen wir erkunden noch die Stadt. Ja, und im nächsten Part gehen wir da mal links gucken, was da ist. Dieser Tunnel. So, aber das hat hier für eine Ecke. Spikeford. Alles klar. Fühle ich mich doch wie zu Hause jetzt hier, wie so ein Ghetto. Die chaotisch aneinandergereihten Läden verleihen dieser Stadt ihren punking Charme. Aber Big Tox, der wird sich hier wohlfühlen. Und die haben so Sicherheitsnadeln hinten dran. Hey, du wachst ja nicht, Marys Morpeko zum Weinen zu bringen. Ich habe selber eins. Da ist Little Mary. Das ist deren Lieblings-Pokémon. Ich dachte mir schon, dass der Trainer, der es bis nach Spikeford geschafft hat, eine bestimmte Aura ausstrahlen würde. Du bist hier, dann können wir wohl nichts ändern. Dann geh und fordere Nässe raus. Ich nehme an, das ist der Arenaleiter, den wir noch nicht gesehen haben, ne? Ich will mal wetten, dass der irgendwie mit der Mary verwandt ist oder so. Ich will mal wetten.
keine Ahnung. Wieso erst war mir jetzt irgendwie so rein. Ich habe schon letztens irgendwie was gecallt in Jedi Fallen Order. Also ich spiele zu viele Spiele, habe ich so Gefühl. Und ich weiß irgendwie schon viel zu früh immer Plot Twists, die ich vielleicht nicht wissen sollte. Oder ich errate die mir, sage ich mal. Wenn das Rolltor geschlossen ist, hält das die ganze Arena Challenge auf. Ich habe keine Ahnung, was da los ist, aber ich werde es rausfinden. Hier, dies will ich. Ich habe zu viel davon. Viel Erfolg. Die Liga-Karte von Ness. Olle und willkommen in Spikeford. Ich hoffe, du bist bereit für die Arena-Mission. Es geht nämlich gleich schon los. Aber vorher muss ich dich noch bitten, in deine Uniform zu schlüpfen. Was? Musst du schnurstracks in die Richtung weitergehen. Ich will aber noch gar nicht. Ja. Hier raus. Hier noch nicht direkt schon die Arena-Challenge machen. Okay. Schon mal gut, dann wissen wir wenigstens, wir können noch die linke Seite hier erkunden. Zwingen die mich jetzt schon die Arena Challenge zu machen, ey. Gib es doch nicht. So. Rip. Was ist das da unten? Ach so, okay. Ich wollte schon sagen, das war so ein riesiges Teil, ey. Okay, da wäre es aber so ein Teil mit so einem riesen Afro. Mhm. Oh Gott, verdammt. Hallöchen da. So, ich hoffe, wir kriegen mal die ganze linke Seite hier noch erkundet und so. Und ich mag es nicht, dass meine Pokémon anfangen zu wackeln, bevor der Kampf beginnt. Hier oben nicht ein Item, aber da unten. So, Doppelkampf, so wie das aussieht. Gute Frage, ne? Wer ist ein gutes Team? Flora und Blackwing, ne? Ja, alles klar. Hi, na? Zum ersten Mal hier so ein Doppelkampf haben. Mein Pokémon und ich sind am glücklichsten, wenn wir tanzen. Deswegen tanzt. Das ganze Leben ist eine Party. Zum ersten Mal etwa so zwei Leute. Das Rhythmus du, Ella und Gavin fordert dich heraus. Okay. Das hätte man gar nicht gegen beide kämpfen können, oder was? Wir schon so einen Namen haben. So. Würde ich sagen, du, oh Gott, ich mache gerade das Ding. Was für ein Ding? Was stand da? So, ich mach mal Lichtschild. Hab ich den Reflex nicht traue. Na okay, wird glaube ich nicht nötig sein. Okay, komm her, du. Wir werden ja alles ab. Bitte lange für jedenfalls. Oh nee. War nicht effektiv, stimmt. Mann, du brauchst echt bessere Attacken, Flora. Hey, ich sage die ganze Zeit nur mit Zauberblatt und Scheibe hier durch die Gegend eierst. Gott. Aber Volltreffer, ich wollte schon sagen. So, dich wechseln wir mal aus gegen ja, Elektro. Und Flo hat ja Belebkraft, also von daher. Oh. Nicht gegen, oh Gott, du hast meinen Freund angegriffen, jetzt wirst du bezahlen. So, komm her. Gut,
Rhythmus Do wurde besiegt. Tanz macht definitiv fröhlicher als kämpfen. Ja, yeah, Pokémon tanken als in den Top. So viel Glücksgefühle vielleicht nicht den Kopf. Dein Kopf oder was weiß ich. Irgendein Kopf wurde verloren. Was bitte sagen, ich kann hier durch, ne? Jetzt gern, warum Spike wurde durch das Rolltor nach außen abgelegt wurde. Steigt darin etwa gerade eine private Feier? Jetzt der Arena-Teil von Spike wurde auf Pokémon von Typ Unlicht spezialisiert. Was ist nicht davon einschüchtern? Jetzt ist eigentlich ein netter Kerl. Solange das Rolltor von Spike von unten ist, muss die Arena schön spur warten. So, kann ich auch hier durch? Oh, ist das schon alles? Ich dachte, wir ein bisschen mehr. Aha. Wir sind jetzt schon hier. Wir sind jetzt schon hier, okay. Gut, dann Planänderungen für den Rest des Parts. Ich werde jetzt nicht gegen den Arena-Leiter kämpfen, weil das werden wir bestimmt nicht schaffen. Aber ich habe eine Idee, was wir dann nebenbei machen können. Ich habe jetzt gedacht, hier werden unsere ganze Dings irgendwie. So, hier kommen wir uns hin. Ja, wir können uns ja hier schon. So, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier hin. Ich habe natürlich auch aufs Gamepad vorbereitet. Ich habe eine Menge Pokémon irgendwie darauf vorbereitet zum Entwickeln. Oh, pass auf. Wir machen jetzt den hier. Also mal packen wir also unsere Pokémon weg. Bis auf irgendeins. Und zwar hier, Legios. Das habe ich zum Offscreen trainieren gemacht. Ich habe das so gemacht. Ich habe irgendwie, weil ich das hier an erste Stelle genommen, gegen die wilden Pokémon vor Chorchester kämpft und ja, so gut wie alle Pokémon, die irgendwie noch kurz vor Entwicklung sind, in mein Team genommen. Und ja, das ist recht interessant, weil ich habe die alle so weit hochgelegt, dass die kurz vor dem Level up sind und dass die ja, also wortwörtlich kurz vor dem Level up. Also schaue ich da mal an, noch 350, also die nur noch so ungefähr einen Kampf brauchen zum Aufleveln. Und ja, ich würde sagen, dann machen wir das jetzt ja ganz schnell, weil ich gehe jetzt nicht in die Arena Mission rein, weil ich so das Gefühl habe, so zeitlich würde ich das nicht mehr schaffen. Dann können wir direkt ein paar Pokémon entwickeln, unseren Pokédex ein bisschen füllen. Da klingt doch nach einer Idee, ne? Und ja, ich würde lieber den Arena-Leiter direkt ein Part machen, so einen einzelnen Part. Und ja, boom, jetzt gucke ich dann. Jedes einzelne von diesen Pokémon wird sich jetzt entwickeln. Ich habe immer so gemacht. Ja, ich habe gesehen, der Pokémon entwickelt sich. Direkt wieder das Spiel beendet. Und ja, dürfen eine Menge Entwicklung sehen, so um die 20, glaube ich. So, Marula. Ich glaube nicht, dass du in Generation 8 Pokémon bist. Ach, du kommst aus Sonne und Mond, glaube ich, ne? Also dieser Bus, glaube ich. So, Käfer Elektro, er schützt sich mit dem seines robusten Panzers. Die Spitzen an seinen Käfer leitet Strom, mit dem er sich gegen Angreifer wehrt. So, nächstes. Nein, geh weg. Ich weiß gar nicht, ob sich das Ding nochmal entwickelt, aber was soll's. Ja. So. Galar-Zickzacks entwickelt sich. Ich glaube, danach entwickelt sich das Ding noch mal, ne? Aber ich glaube, wir haben die Entwicklung schon gesehen von dem Teil. Mit seiner langen Zunge provoziert es seine Beute, bis dieses vor Wut kocht. Danach rammt es sie mit voller Wucht. Boah. Nein, geh weg. So, hier bin ich mal gespannt, wie man sich das entwickelt. Da kann sich ja bis zu 3 Pokémon entwickeln, je nach Werten. Also Kickly. Der Bot hat zwar ein Kickly entwickelt. Okay. Dieses Pokémon besitzt einen formidablen Gleichgewichtssinn. Es kann in jeder Position pausenlos zutreten. Durchbruch. Nein. So, und das haben wir, glaube ich, auch schon gesehen, ne?
bei einer Cutscene, glaube ich, nur. Hi. Ah ja, Patina Raja. Den Namen, den ich irgendwie nicht aussprechen kann. Du bist einfach nur Stahl. Seine grüne Haut ist wasserresistent. Es kam vor langer Zeit aus einer anderen Region. Vorher richtete mit den Menschen arbeiten. Heute aber offenbar immer dankbar zu lernen. So. Ja, noch eins. Ich vergaß. Navitop entwickelt sich. Muss ja, Ding entwickelt sich noch. Ein Fuzzerstop. Ein Snob. Sie verfügen über exzellente Flugfähigkeiten. Weibchen können länger fliegen, aber dafür erreicht ein Männchen ein höheres Flugtempo. So. Mit 120 Pokémon am Anfang dieses Parts, das weiß ich noch. So. Ich habe das alles schon so wunderbar hier sortiert, alles. Dachte ich. So, machen wir so. Alle Pokémon, die hier so schon sind, sind schon alle entwickelt oder kann ich nicht mehr entwickeln? Oder ich habe schon die Entwicklung. Und ja. Ich habe so eine richtige Ordnung eingepackt, meine Boxen. Und ja. Habe ich ja alles Pokémon, die kurz vor Entwicklung sind, reingepackt. Apollo hätte ich gerne. Das Ding habe ich auch vollkommen vergessen, dass ich entwickeln kann. Und du. So, habe ich hier noch eingepackt, wer sich alles mit Stein entwickelt, hat sich alles mit Tausch entwickelt. Und ja, darum kümmern wir uns auch irgendwann mal. Und ja, er geht richtig geordnet jetzt hier los. Ich hätte ich mal gerne links. Weil hier bin ich ehrlich gesagt nicht so sicher, wie die sich entwickeln. Das Ding sieht schon irgendwie voll entwickelt aus, aber ich bin mir nicht sicher. Oder Knapfel, keine Ahnung. Weil die ganzen neuen Dinger, bei denen bin ich mir noch nicht so sicher. Deswegen habe ich die erst einmal drin gelassen. So, ich würde gerne diese Dings bekämpfen, diese Eisapfen. Ich hätte gerne Sneebel. Ich habe noch keinen Sneebel. Muss ich die ganze Zeit ignorieren zu fangen. Ich hatte irgendwie noch nicht. Ist eigentlich egal, ob wir jetzt fangen oder kämpfen, ne? Also Hauptsache wir kriegen Erfahrungspunkte. Oh, Dreck. Ich glaube, das wird den nicht töten, obwohl er ist Eis und Licht. Dreck. Mal schauen. Wir jedenfalls gerne uns die, das haben wir noch nicht. Oh Gott. So, du komm rein. Ach, komm schon. Gut. So, jetzt aber. Erstmal, wenn dieser Spezialwurf aktiviert wird. Ich dachte, er aktiviert, je mehr Pokémon ich habe. Ich habe dauernd neue Pokémon. So, Sneebel wurde gefangen. Und boom, alle entwickeln sich. Nein. Ich hab vollkommen irgendwie verdrängt, als ich zu mehr zu Dings weiterentwickelt. So Wälder. Goldini, Goldini, Goldini. Nanu, Goldini entwickelt sich. Nanu. What's this? What's this? The fuck? Im Herbst legt das Gewicht zu und erscheint in prächtigen Farben, um so seinen Partner anzulocken. Aha. Rion entwickelt sich. Auch so eins meiner Lieblings-Pokémon. Rizeros. Ich liebe das Ding mit den Evoliten zu spielen. Nach seiner Entwicklung geht es aufrecht in sein auf seinen Hinterbein. Mit seinen Horn kann es Löcher in Felsen bohren. Nein.
Nanu, Nebula entwickelt sich. Alpolo, Alpolo, Alpolo. Für alle Leute, die entwickelt kriegen. Seine Zunge besteht aus Gas, steckt seine Opfer damit an, zieht dann diese unentweckt, bis sie schließlich entschlafen. Entschlafen? Finsterfaust, nein. So ein spezieller Angreifer, bringt doch gar nichts bei dir. So, das Teil. Belsa. Total vergessen, dass das Teil darin entwickelt. Ich habe nur einmal den Ding irgendwie in Level gebracht, habe gesehen, er entwickelt sich. Jetzt Pokémon baut sein Nest am Grund vom Sümpfen. Es ist ein Vielfaches und verspeist Lebensarten aller Art. Oh. Hört auf, immer direkt lernen zu wollen. Kann doch kein Zufall sein. Populi. Wie auch immer die Entwicklung noch mal hieß. Dreadlock Pony. Pampros. Heißt noch Dreadlocks, right? Durch Schlamm werden seine Beine härter als Stein. Ein Angriff mit ihnen fügt über genug hoch, um einen Lastwagen zu zerstören. Das glaube ich schon ein bisschen eher, aber so ein Ding, das irgendwie ein Hochhaus rammt und das zum Einstürzen bringt, ne. In seinen Pfoten stecken scharfe Krallen. Es fährt sie blitzschnell aus, um Gegner zu überraschen. Nein. So. Gut, haben wir das auch. Haben sich alle entwickelt, ja. So, ist Nebel, das entwickelt sich, glaube ich, auch per Tausch, ne? Oder brauche ich einen Stein? Ich weiß es nicht. Nee, doch. Ich glaube, Tausch und irgendein Item. Schafklaue oder sowas. War das irgendwie. Ja, Aritos entwickelt sich auch per Tausch. So, Apollo entwickelt sich auch per Tausch. Ja, aber ihr beiden sind fertig. So. Boom und boom. So, nächste. Wingull. Xiao. Schallquap. Schade, schade, das, ach ja, Gastrodon. Da haben wir noch ein neues Pokémon hier. Nö. So, boom. Und die packen wir auch noch hin. Wieder ein ganz klein bisschen Überlänge hier. Müssen wir ein weibliches von den Dingern holen, damit ich Prostage bekommen kann. Aber, weiß ich nicht. Ich weiß sowieso noch nicht, wie ich das mit den Steinentwicklung machen soll. Soll ich die irgendwann einfach mal holen, wenn ich so einen Überschuss an Stein habe? Diese einen Typen, die Fossilien ausgraben können, sind übrigens auch interessant. Ich muss den 500 Watt geben und dann tun die sich direkt an die Arbeit machen und irgendwie, weiß ich nicht, was ausbuddeln. Ich habe gedacht, ich muss dann irgendwie so einen Tag irgendwie so rumlaufen oder so und dann wiederkommen und dann haben die irgendwie so Sachen, aber nee, ich bezahle die einfach. Und oh, Nahkampf brauche ich mal nicht zum Trainieren. Und ja, ich bezahle die einfach mit 500 Watt und dann bullen die direkt ein paar Items aus. Und da darunter sind irgendwie auch ein paar Entwicklungssteine, also alles irgendwie so steinmäßig kannst du von denen bekommen. Fossilien habe ich jetzt noch keine neuen bekommen oder so. Also weil so Sachen wie Ewigsteine oder ich glaube Evoliten habe ich auch schon bekommen. Entwicklungssteine. Also ist interessant. Ein Boot der Lüfte, er bringt Eier und kleine Pokémon in seinen Schnabel in Sicherheit. Ist ja auch. Also ich müsste bestimmt so um die 130, 140 Pokémon haben gleich. Ist ja auch gone. Das Ding hat doch, glaube ich, zwei Formen, oder? Weiblich steht da, oder weibliche Psiaugen sind etwas aggressiver und eigensinniger als männliche. Wer ihnen die Laune verliert, bekommt ihre Psychokräfte zu spüren. Ich meine, die Entwicklung von denen war irgendwie so blau oder grünlich auch. Schon Quab. Boom. Schallkopf hat sich in einen Membran entwickelt. Er schwächt seine Beute mit kopfschmerzerregenden Schallwellen und umschlingt sie anschließend mit seiner klebrigen Zunge. Warum so viele Zungen?
Schale los. Ich habe keine Schale. Wer hat sich so Gastrodon, mon ami. Okay. Langsam aber sicher füllen wir unseren ganzen Pokédex. Er stößt ein lila Sekret auf, mit dem es seinen Gegner abschreckt. Dieses ist zwar nicht giftig, lässt sich aber nur sehr schwer wieder entfernen. Golbit. Die Entwicklung davon auch als mein Lieblings-Pokémon. Golgantus. Wo ich diese Beine an, ey. Ja, in uralten Festungen finden sich heute noch Sockel, die Gorgans beim Abfallen seiner Strahlen wohl als Halt dienen sollte. 2,8 Meter. Ich dachte, das Ding wäre viel größer. So. Du bist fertig. Du bist fertig. Du, ich weiß nicht. Nimm auch, du entwickelst dich per Level, ne? So, du bist fertig. So, haben wir noch. Ah, das dauert noch ein bisschen. So, hier bin ich gespannt, in was sich das entwickelt. So, du, dann hätte ich noch ein Dicktree, dann hätte ich noch ein Phernontor. Dann hätte ich noch dich. Ich muss mich danach noch mal entwickeln irgendwann, also hochzunähern, damit du dich entwickelst. Da ist in den Ausrufezeichen irgendwas, was ich noch nicht habe. Ich glaube nicht. Okay. Bin ich einfach nur froh, dass ich diese ganzen entwickelten Pokémon schon mal habe. Macht eigentlich relativ Spaß, also die Offscreen so hoch zu leveln. Nicht so Entwicklung, ist kurz vor Entwicklung. Habe ich wenigstens Grund, das Spiel irgendwie noch anzufassen, so. Aber nein, nicht alle. Habe ich irgendwie so einen Grund, sich das Spiel noch so Offscreen anzufassen, so privat. Das ist immer wieder gut. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wollen Sie sich in Galas-Bockmock oder normal? Okay, Gala. Weiß, wenn man normales Bockmock haben will. Es saugt Schmutzpartikel aus der Atmosphäre und scheidet sie dann anstelle von Exkrementen in Form von sauberer Luft wieder aus. Mal ehrlich, weil es, wenn man ein ganz normales Mokmok haben will, weiß nicht, haben eigentlich Galar oder Alola Form irgendwie andere Werte? Das habe ich irgendwie noch nie so nachgeguckt. Einige sind von denen sind ja andere Typen, ne? Die Alola Version von dem Ding zum Beispiel hat ja so eine Surfer Frisur, also drei Surfer Frisuren. Diese dicker Drillige graben sich manchmal bis zu 100 Kilometer tief in den Erdboden und lösen dadurch Erdbeben aus. Ich glaube, da ist irgendwie Stahl oder so, ne? In Alola. Deswegen wundere ich mich, haben die auch irgendwie andere Werte so? So, Knackleon. Ich hätte gern einen wie Brava. Brava, Junge. Boom. Und dann irgendwann ein Libeldra. Die Schallwellen, die es durch seine hohe Flügelschlagfrequenz erzeugt, verursachen heftige Kopfschmerzen. Boah. Hört aber auf, immer neue Sachen zu lernen direkt. Wir sind doch ein Level schon später, obwohl eigentlich nicht, ne? Ich habe die immer das Spiel immer direkt beendet, wenn die sich entwickelt hatten. Also wenn ich halt abgebrochen habe. So. Dicktree, du bist weg. So, bei dir. Dauert noch ein bisschen. So, oh, perfekt. Noch drei Stück. Halt mal, Planas entwickelt sich auch. Ich glaube, das hat nicht noch. Ist das schon. Warte mal, kann auch gar nicht sein, ne? Das ist also per Stein, glaube ich, ne? Oder Tausch, weiß ich nicht. Genau, habe ich mich irgendwie, habe ich irgendwie einen Fehler gemacht, so bei der Einordnung, glaube ich. Ich bin mir ziemlich sicher, Lanas entwickelt sich nicht auf Level 14. War ich irgendwie noch nicht fertig. Aber vielleicht entwickelt sich das per Level. Ich weiß nicht. So ältere Pokémon habe ich so mal
so ein bisschen nachgeguckt, wann die sich entwickeln oder wie die sich entwickeln, damit ich nicht meine Zeit verschwende. Na komm schon an. Schnäppke. Ein Dreieck zu einem Kreis. Sein Eiskörper bringt nichts zum Schmelzen, auch Feuer nicht. Es kann Feuchtigkeit in der Luft sofort in Eis verwandeln. So, jetzt hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Level, ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Irgendwie ist das richtig knapp in Erfahrungspunkten. Aber liegt da, weil ich die ganze Zeit gegen diese Eiskäfer kämpfe. Die bringen es irgendwie nicht so Erfahrungspunkte her. Ja, das soll auch nicht der letzte Kampf sein. Durchbruch. Und ja, ich weiß, mein Legios ist wahrscheinlich das stärkste Pokémon, das ich im Moment habe mit Level 50, aber ich würde natürlich nicht benutzen. Das gibt's jetzt nicht. Zwielicht. Hallo, Gelatini entwickelt sich. Hätte ich eigentlich fangen können, der Teil, aber ja. Nur oh, lecker. Gelatropo. So gibt es ein Erzkörper, in dem es klares Wasser trinken. Bei gutem Wetter ist es eher selten anzutreffen. Machala. Glaube ich weiblich, ne? Oh Gott, dann sehen wir halt ja oben ohne. Ah. Machok. Ja, dieses Pokémon ist super stark. Jetzt kann sich nur mit seinen kraftregulierten Gürtel bewegen. Was? So. Machok. Tausch. Ja, Tropo, ich glaube Level. Weiß ich nicht. Na, Fehler und Tor, du bist fertig. Und Zwielicht, die Entwicklung, Zwierklops, die entwickelt sich auch noch mal, ne? Keine Ahnung. Kommt aus der Generation von Diamant und Perle, irgendwie, wo weiß ich nicht. Irgendwie voll viele Entwicklungen hinzugefügt worden sind. Irgendwie fast jedes Pokémon hat eine neue Entwicklung bekommen in Diamant und Perle. Gardevoir, also Trasler, Rizeros, Magma, Electric. So unglaublich viele Pokémon haben in Diamant und Perle neue Entwicklung bekommen. Traunfugel natürlich. So. Zwerklopp. Gut, dann hätten wir das auch erledigt in diesem Part. Sein Körper ist vollkommen hohl. Wenn es sein Maul öffnet, taugt es wie ein schwarzes Loch alles in sich auf. Da würde ich sagen, in der nächsten Folge, oh Gott, werden wir dann mal zurück nach Dings gehen, nach... Ja. Mein Gott, Spikeford, so. Und boah, ich weiß nicht. Ich glaube, mit einem Stein entwickelt sich, aber ich bin mir nicht sicher. Und ja, weiß ich nicht. Noch mal mit dem Team wieder. Na, du bist mein Unlicht-Arena, ne? Muss ich dran denken. Ja, komm, ich werde ohne meinen Starter schaffen. Er von Lauch, du gehst vor. Gut, und ja, würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge gehen wir noch Zweig fort. Tun wir sein, wie ist er noch mal Ness ein auf die Omme geben. Und ja, gut, wie viele Pokémon habe ich jetzt? 143. Ich habe 23 Pokémon jetzt gerade bekommen. 23, mein Gott. Und ja, ich sage, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bitte lasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.